Der Sniffer ist in Minecraft Elements angekommen. Ich hab den ersten. Let's go. Spike hat uns ein unmögliches Rätsel gestellt. Aber zusammen mit Cars, Fabo, Stege und dem Rest des Servers haben wir es geschafft. Ich hab's. Und was war die Lösung? Und wir haben die Tipps von Spike weitergeholfen. Das alles seht ihr jetzt. Lass du aber vorher noch am besten auf diesem Video ein Like da. Natürlich, um den Kanal zu unterstützen. Und schreib auch in die Kommentare, wie viel der Like auf dieses Video du bist. Zum Beispiel, gutes Video, Hashtag 42. Okay, Chat, wir gehen mal ganz kurz rüber schon mal an den Hub. Warten mal, ne? Martin. Martin. Ja, die haben mich im Hub haben die mich zusammengeschlagen. Die vier da hinten, die da. For da, real? Da. Ja, die haben mich gerade wirklich geboxt, getötet. Ja, sind das die Achtklässler? Ne? Das sind die coolen großen Achtklässler. Das sind die Achtklässler, scheiße. Ich kann da nichts machen. Will ich nicht machen. Oh mein Gott, was passiert hier? Dummer. Warum ich die ganze Zeit? Was passiert hier? Ich will ehrlich gesagt gar nicht zum Spawn kommen. Ja, ich hab Angst. Ist Fabo. Spark, brauchst du dich überhaupt mit deren XP an den Spawn? Oder bist du das schon? Ja, ja. Ich bin der Master. Mir macht keiner was. Das okay, aber was ist, wenn ich jetzt umgebracht werde? Bekomme ich dann meine XP wieder und derjenige... Nein. Was? Würdest du deine XP wieder bekommen, Spark? Mich killt erst keiner. Ja, okay, da hast du recht. Koko! Koko! Yeah. Krokodil Andreas. Können wir auch für die Allgemeinschaft, ne? Ja, ein bisschen was für die Allgemeinheit. Hier für die Gemeinschaft, Leute. Baller doch mal ein bisschen was ins Goal rein. Okay, ich baller mal. Muss jetzt da Kompress-Kakao rein oder normaler? Kompress immer Kompress. Merle, immer. Das ist der 10.000 Villager. Hier, es wurden 50.000 Kompress-Kakao sind da reingeballert. Es fehlen noch 6.000. Aber macht nicht ganz voll, sondern wir warten noch ganz kurz für den Moment. Ja, noch eine Minute. Jo, wir können reinlegen. Ja, holt Kakao, ihr Lacher. Gedrückt. Was hat er gesagt, Leute? Er hat euch alle beendet. Sag das nochmal. Du solltest du meine Augen sparen. Ich fühle mich wie ein Affe im Zoo, wo Leute mit so einem Stock jetzt reinpieksen. Na komm, sag. Na, komm, sag. Wenn Merle nochmal nach Ohr. Sag es nochmal. Okay, dann bin ich der Affe, der mit seiner Kacke aus dem Gitter stehen wieder rausschmeißt. Das war Marcello, der ist kein Affe. Aber es wurden doch erst 896.000 Level verloren durch Tode. Ja, das wäre nichts gewesen. Die farmt man sich ja schnell an, vor allem wenn man neu ist, weil kriegt man eh doppelt so viel. Ich leg rein. Aber du darfst noch nicht drücken. Okay, mach es. Okay. Drück, Merle, drück! Tu es! Drück doch nicht, tu es doch nicht! Tu es! Was soll ich tun? Was soll ich tun? 6, 5, 3, 4, 1, ich tue es! Ja! Yes! Was ist das? Pitcher Farmer, was ist das? Pitcher Farmer. Ich versuche, mir Schokolade zu bestechen, lächerlich. Ein kleiner Genuss und nur nicht Macher. Das macht. Oh, oh, der Enderman hatte mich. Sniffer, wir bekommen Sniffer. Sniffer, es ist Sniffer geil. Was ist denn da drin? Sag doch jemand, der das aufmacht. Okay, es ist ja viel zu laut, aber es wird Pitcher. What the fuck, Pitcher Rods? Das heißt, wir brauchen erstmal Sniffer. Wie zur Hölle bekommen wir Sniffer? Wie zur Hölle bekommen wir Sniffer? Das ist jetzt die Frage. Wie bekommen wir Sniffer? Das ist anders als der vorherige und eher Hardcore-Rätsel. Der davor war gedroppt, sofort Fight, Action. Ah. Und der ist jetzt als Abwechslung Hardcore-Rätsel. Wenn ihr euch jetzt den Kopf zerbrecht, dann dürft ihr das ruhig mal eine Weile machen. Das ist Absicht, das ist das härteste Rätsel, was wir bisher hatten. Und ich hoffe tatsächlich, dass es auch ein bisschen hält und nicht in 2 Stunden geknackt wird. Es gibt schon was von Clementius, Spark. Oh. Ja. Es gibt keine Enderkästen-Upgrades mehr für dich. Die Admin-Shards scheinen sich gegenseitig anzuziehen und können einen Block bilden, wenn man jetzt mehrere davon im Inventar trägt, können möglicherweise auch weitere Functional Resource Lucky Drops droppen. Digga, ist das das, was wir da forschen hatten, oder ist das neu? Das ist neu. Lest mal genau, was der sagt. Droppen gibt einen Element Block. Also ein Stack gibt einen Block. Die können erweiterte Lucky Drops auslösen. Ressourcen Drops. Lucky also kriegen wir, wir kriegen mit dem halt wahrscheinlich dann irgendwie den Pitcher, den Sniffer-Eck oder so. Platzier mal einen und bau ab, Heiko. Ihr müsst nicht mehr 4 Inventar-Slots belegen, sondern das braucht jetzt logischerweise nur ein Inventar-Slot. Also 4 Blöcke brauchen wir. Ihr könnt Pitcher erweiterte Pots. Ressourcen Lucky Drops droppen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach farmen und dann bekommen wir einen Lucky Block. Ja, oder halt einen Kann es sein, dass oder wir so vielleicht irgendwann. Wieder oder sowas, irgendwas rare. Dann das wird Sand abbauen das oder so. Ist niemals so leicht, never. Also, hier, um ganz kurz ein bisschen Guidelines zu geben, ist die neue Ressource, die hier drin ist im Pitcher Farmer, sind jetzt die Pitcher Pots. Und die erste Aufgabe wäre es, erstmal die Pitcher Pots zu finden. Richtig. In einem Lucky Block werden wir die Elementblöcke in eurem Inventar sorgen ja dafür,
dass ihr Lucky Drops von Ressourcenfarmen bekommt. Zum Beispiel Kakao, das haben wir ja schon. Und jetzt kann es auch sein, dass ihr durch die Blöcke auch bei anderen Ressourcen Lucky Drops kriegen könnt für mehr EP. Und irgendwo ist die Pitcher Pot bzw. das Sniffer-Ding. Ja. Irgendwo müsst ihr jetzt gucken, wie ihr die Pitcher Pot kriegt. Und ich wette mit euch, das wird jetzt einen Moment dauern, bis ihr das rauskriegt. Kass hat? Was? Ja. Alle sind wie wild durch die Gegend gerannt, aber er stand auf dem verdammten Ding einfach nur vor. Nein! Kurz die Luft angehalten, ne? Digga, da, alles, ich hab mich so lebendig gefühlt gerade. Holy! Was war das? Ich hab den einzigen Seed gerade ins Void geworfen und dann haben wir geflogen. Ja, mach mehr! Jawoll! Warte mal, er stand auf einem Item drauf? Was? Er stand auf der Knolle drauf. Da war ein unsichtbares Item-Frame, wo die Knolle drin lag und die hat nur ein kleines bisschen unter den Füßen rausgeguckt. Nein! Krass! Oh mein Gott! Hä, droppt der 8 Level, einer? Boah, ich kann nicht geschaut. Das Item kannst du vermehrfachen, ja. Der droppt Knollen. Es hängt von eurem Farming-Level ab. Ihr wisst doch, wenn ihr unter Farming-Level 50 seid, kriegt ihr doch doppelt. Und ich wollte dir gerade den Bauch pinseln, Spark. Geil. Damit wir das rauskriegen. Mach trotzdem. Es geht leider nicht, ich kann nur den Block unter ihm pinseln. Ja, okay, krass. Es sind Pitcher-Pots und die waren einfach ganz obvious versteckt. Was zur Hölle, Leute? Was zur Hölle? Und ich habe auch extra nochmal am Spawn geschaut, ob der Dude irgendwas erzählt oder whatever. Ich habe ja extra nochmal geguckt. Aber ich habe nichts gesehen, habe nichts richtig gelesen. Aber er stand genau drauf. Wie krass ist das denn? Jetzt mal for real, wie cool ist das? Dass er da einfach straight up draufsteht. Ich sag ehrlich, das ist nice. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Das war ein cooles, cooles kleines Rätsel, das schon einfach cool gemacht ist, ey. Es war halt wirklich, das war schon irgendwie klar, dass es halt super, super offensichtlich ist. Und wir uns irgendwie tatsächlich drüber ärgern, wie offensichtlich es ist. Also schon sau nice. Also, aber als erstes lass mal nochmal gucken, wie es aussieht. Wir bekommen gleich relativ schnell die Compressed Pitcher. So, das haben wir ja theoretisch schon. Wir können auch die Knollenblock relativ gut bekommen. Aber was hat's damit denn auf sich? Der schwere Stein. Beim Tragen spürst du, wie das Gewicht dir deine Energie raubt. Was hat es dann damit auf sich? Spike meinte, das wird das Rätsel sein. Okay, wir werden versuchen rauszufinden, wie wir dieses Rätsel lösen können und wie das Ganze vonstatten läuft. Das wird jetzt natürlich die nächste Mission sein, wahrscheinlich für morgen. So, weil die Karotten brauchen wir tatsächlich auch noch, Leute. Wir haben nämlich was ganz Bestimmtes vor mit den Karotten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber wir haben einen kleinen und einen teuflischen Plan vor allem. Einen kleinen teuflischen Plan, den wir auf jeden Fall hier noch durchziehen werden. Und zwar werden wir mit Karotten jemanden töten. Ja, es klingt doof, aber genau das werden wir tun. Es wird passieren. Das ist mein Plan. Und der Plan wird sehr, sehr gut sein. Es wird nicht Spark erwischen, keine Sorge. Aber wir können uns auch noch mal irgendwann was Schönes für Spark einfallen lassen. Was ist mit Kroko? Oh, da hat jemand schon durchschaut, ne? Würde es Joecraft erwischen? Nee. Aber wir mussten uns ja noch einen Racheplan überlegen, liebe Leute. Ganz genau. Hat es einer gerade schon erkannt, wen dieser Racheplan sehr wahrscheinlich treffen wird? Weil es ist ja etwas vorgefallen, wofür wir uns noch rächen müssen. Weil wir können sowas natürlich nicht einfach auf uns sitzen lassen. Direkt ein bisschen Compressed Pitcher über. Wisst ihr, was wir mit dem Einstack machen können? Wir können zu dem Kollegen hingehen und sagen, alles gleich mit einem Knollenblock. Das heißt, wir haben jetzt einmal schon eine Knolle. Mit 12 Knollen bekommen wir den schweren Stein. Und mit dem schweren Stein können wir dann anfangen, das Rätsel zu lösen. Und dann würde ich sagen, let's go, machen wir uns da mal ran, damit wir den schweren Stein so früh wie möglich bekommen können. Was zur Hölle, Tommy? Wir drehen am Rad. Es wird eine Autogrammkarte sein. Nein, 11.000 Level. Ich würde sagen, 11.000 weniger, ne? Ja, schade drum. Das war's. Das war's, Chat, das war's. 11.000 Level weg. GG. Das Wort war stärker. Durfte ich nicht. Musste springen. Okay, Leute, wir kaufen jetzt mal ganz kurz diesen schweren Stein. Keine Ahnung, was der macht, aber der wird uns auf jeden Fall dem Rätsel näher bringen. Der zieht sehr, 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 sehr viel. Also deswegen legen wir den lieber da rein. Lass mal gucken. Lass mal hier Dings irgendwelche Dudes ansprechen. Vielleicht erzählen die uns was. Nee, leider nicht. Also, jetzt zwei Experimente mit dem Stein. Einmal Experiment Nummer 1 mit dem Stein fliegen. Erstmal mit dem Photon ausgleichen, ein bisschen den Speed. Wir müssen vielleicht das anziehen. Okay, man kann mit dem Stein fliegen. Es passiert aber exakt gar nichts. Okay, dann legen wir ihn schnell wieder in den Ender Chest. Okay, Experiment Nummer 2. Wir gehen in den Hub und wir sprechen mit Rüstung mit dem Stein Villager an. Und gucken mal, ob da was passiert. Oh ja, okay. Der hat geantwortet, der nicht.
nicht. Der antwortet auch nicht weiter. Nope. Okay, das ist, bringt uns nicht weiter. Der hatte gesagt, yo, Element Shards und so weiter können jetzt einen Block bilden. Und wenn man sie im Inventar drückt, droppen möglicherweise auch weitere fortgeschrittene Ressourcen, Lucky Drops. Das ist das Ding. Aber wir haben keinen Hinweis auf ein Rätsel bekommen. Und der Stein zieht halt Level ab. Das ist halt auch ein Ding. Also hier haben wir leider nichts bekommen, keinen weiteren Hinweis, keinen weiteren Tipp. Schade. Weil Schere, Stein, Papier heißt das ja. Naja, auch nicht. Schade. Komm, wir lassen unsere Level mal eben aussaugen. Und gucken mal, was passiert. Waren jetzt eh nicht viele. Okay, Chat, wir machen ein paar Loopings. Let's go! Okay, nochmal Looping. Let's go! Let's go again! Oh mein Gott, das war eine harte Landung. Wir können ja tatsächlich mal kurz tryen, an Fallschaden oder so zu sterben. Und? Oh mein Gott. What the fuck? Man stirbt einfach. Man stirbt einfach. Jetzt verstehe ich, warum die Leute hier durch mehr Magie sterben. Oh mein Gott. Das ergibt Sinn. Niete. Niete. Ja! Oh, diesmal haben wir ihn. Ja! Ich hab ihn! Ja, ich hab ihn wirklich gezogen! Ich hab ihn! Oh, ja! Oh mein Gott, ich hab schon die Hoffnung verloren! Ich hab schon die Hoffnung verloren! Oh mein Gott! 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 Den Kakaopflanzer brauchen wir tatsächlich trotzdem noch. Wegen einer Theorie für ein Unique Item, was wir haben, ne? Wir haben eine Theorie für ein Unique Item. Oh mein Gott, das macht's ja so viel besser alles, ne? Jetzt bin ich wirklich sehr happy, Chat. Ihr wollt schon aufgeben. Ich sag's, es ist. Ich hab an das Aufgeben gedacht, Chat. Ich darf mich machen, denn. Ich sag's, es ist. Lass mal kurz hier zu Kroko gehen. Wo ist er denn? Ist ein wildes Kroko in freier Wildbahn? Sollen wir Find mich spielen? Hide and Seek? Komm, ja. Ich weiß, wenn ich dich gefunden hab. Nee, nee, hier sind nur ganz viele Kühe. Und eine dumme Kuh. Nein. Ich brauche dich aus einem ganz speziellen Grund. Eigentlich brauche ich dich tatsächlich für Goldblöcke. Brauche circa 50 bis 60 Stück. Ist dir bewusst, wie viele Level das sind? Ja, circa 2250. 45 Level ist ein Goldblock. Ja. Das heißt, wenn du wie viele Goldblöcke brauchst du? Ja, 50 ungefähr erstmal. Also brauchen wir tatsächlich 2250. Goldblöcke sind immer sehr begehrt bei mir. Ich habe das in dem Video gesehen. Genau. Einen Goldblock für ein Abo. Ganz genau. Ja, ich bin sehr gerne dein Lieferant. Oh ja, das ist sehr gut. Vor allem, wenn ich damit noch Abos unterstützen kann. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Apropos, hast du denn eigentlich schon den Kanal abonniert? Wenn nicht, ey, hol super gerne nochmal nach, um mich zu unterstützen. Dann hole ich mit dir erstmal deine Bücher schnell. 9, 10, 11, 12. Lege ich dir schon mal hier rein. 13, 14, 15, 16. Perfekto. Bester Mann, bester Mann. Ey, dann Dankeschön für den Deal. War mir eine große Ehre. Ebenfalls. Und sag wieder Bescheid, wenn du neue Goldblöcke brauchst. Auf jeden Fall. Kuss, Dankeschön. Perfekt. Spacey. Ciao, ciao. Das war doch jetzt ein sehr angenehmer Deal, lieber Chat. Das war doch jetzt ein sehr angenehmer Deal. Konnten Kroko ein bisschen helfen. Kroko konnte uns ein bisschen helfen. Das ist Handshake, Chat. So muss das aussehen, oder? Das gefällt mir sehr. Oh, heiliger Klim. Ich verehre sie. Oh mein Gott, sogar eine Knolle. Oh, heiliger Klim. Ich danke Ihnen. Bitte, bitte seien Sie weiterhin mein verehrter und hoher, bärtiger Mann. Ja, das ist ein Deal. Mach mal so. Okay. Was ist passiert hier? Oh nein, ich hab gerade 10.000 Level. Nicht im Ernst, oder? Ich hab sie mir gerade geholt. Oh Mann. Jan? Ja? Willst du mein Abschiedslied singen? Es ist Zeit zu gehen. Es war schön mit dir. Es war toll mit dir. Doch jetzt ist Zeit zu gehen. Wieso bist du tot? Ja, du hast Abschiedslied für mich gesungen, deswegen musste ich sterben. Eyo, was geht? Eyo, was geht? Der Sonne hinterher. Eyo, was geht? Im Spacey hinterher. Eyo, was na? Geht? Im Spacey. Hi, sag mal. Sag mal. Du siehst mir doch aus wie ein Bibliothekar. Richtig, ja, absolut. Looting 3. Ich brauch zu viel Leder. Das muss ich dir leider sagen. Gibt's nicht. Ernsthaft? Es gibt's ernsthaft nicht. No! Es gibt's nicht. Es ist sehr traurig. Ich kann kurz nochmal nachschauen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, sorry. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ja, du kannst ja nichts für. Ja, bitte hau Spike dafür. Dankeschön. Gut, Energy Chest haben wir hier. Dann würde ich sagen, erstmal den Stein. Ich chopp dir mal den Stein. Wem? Der will nicht.
Was ist da los? Oh mein Gott, nein, das ist einer, der keine Items aufnimmt, ne? Wie sieht's bei ihm aus? Nein, oder? Das liegt, glaube ich, daran, was für Zombies ist das denn? Nicht alle Zombies und Zombie-Villager nehmen Items in die Hand, ne? Try mal ohne Boot, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, könnten wir mal tryen. Ich zieh den Akku auf mich und mach mal kaputt, das Boot. Im Moment. Und gib ihm dann den Stein. Guck mal her. Okay, Stein liegt. Warte, drop mal schon wieder. Ups. Nee, er nimmt ihn nicht. Der nimmt den nicht. What the fuck? Lass mal einen heilen jetzt. Ja, okay, lass einfach mal den heilen hier. Also erst, Potion. Gap. Erst Potion, dann Gap. Zack. Das geht! Ja, ja, natürlich. Der würde das quasi irgendwie machen, dass alle das aufsammeln können oder so. Oh mein Gott! Okay, was, die Welt ist instabil und gefährlich. Ohne einen Energiekern bin ich wieder weg. Ah, schade, okay. Mist. Na, das wird's wahrscheinlich nicht sein, ne? Ja, okay, aber die Theorie war gut. Okay, Stärke 2 wäre das nächste, was wir versuchen. Ja, lass schnell Stärke 2 machen und einfach den Energiekern, den Dings hier in die Hand nehmen. Okay, warte, Stein. Sogar Trinkanimation ist hier drin. Crazy. Okay, und? Nix. Passiert was? Warte, ja. Warte, maybe. Ist immer noch zu schwer. Boah, oder maybe ehrlich? Einmal damit sterben, maybe? Nö. Ja, nö. Okay. Dann lass uns das mit Stärke 2 machen. Okay, let's go. Vielleicht muss man wirklich damit sterben oder so. Ich hab keine Ahnung. Mann, Feister! Ich wollte ihn gerade killen, aber er hat 26.000. Slow Falling wäre halt eine Idee mit Phantomhaut, aber wir bekommen keine Phantomhaut. Also Phantome scheinen ja standardmäßig deaktiviert zu sein. Jump Boost, maybe. Arsenpfote und let's go. Phantomhaut bekommen, indem wir mit Katzen schlafen. Oh mein Gott, Katzendrops. Ja, Mann, Katzendrops. Was? Ja. Wir brauchen Katzen. Schwieriger. Also ja, was ist die Chance von der Hasenfoto? Übel gering, ne? So, ich glaube, sehr, safe. Sehr gering, ja. Oder weil man die jetzt da sind, wieder leben lassen und dann gleich wieder welche killen? Hab einer! Same! LOL! Ja, LOL, okay, krass. Okay, perfekt. Alles klar, dann lass mal tryen. Dann, let's go. Up in Nether. Schwerer Stein. Leaping. Ja, also, scheiße. Das war's wohl nicht, ne? Spark sagte, das wäre kein schlechter Anfang, 100.000 Level. Nee, das sagte der das wirklich? Na, das ist Gelaber. Das ist safe Gelaber. Never. Wird da jemand 100.000 Level investieren müssen, um Rätsel zu lösen. Doch. Gestern zu Blizzard, meinte er das. Ja, Spark labert viel, wenn der Tag lang ist, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man 100.000 Level ziehen muss. Warum sollen wir denn sonst so viele Level jetzt bekommen dürfen auf einmal? Bekommen können, weißt du? Weil Spark gönnt? Nee. Der gönnt nie. Safe Spark gönnt immer. Spark ist der Game Master. Der Game Master gönnt nicht, der Game Master quält. Ah, alles Geistborn, ich erkläre euch den Plan. Machen wir jetzt einen TikTok-Dance? Nein, mein Gott. Wir werden jetzt diesen Stein ins Inventar nehmen und uns alle im Hub auf dieses Eisen-Ding da stellen, damit das einbricht. Oh mein Gott. Und zwar alle dahin, jetzt in Hub mit Stein, in Hub mit Stein, in Hub mit Stein. Go. Draufstellen. Warte, ich komm. Oh, das ist interessant. Okay. Wir haben schon drauf geworfen, den Stein. Jetzt wäre das jetzt. Passiert jetzt nicht so viel. Es passiert nichts. Mann. Einmal springen. Ja, okay, also die Idee war nett, aber das warst du noch. Er weiß, das ist so geil gewesen. Ne? Spark macht mit, das muss es sein. Vielleicht hinwerfen, alle mal Steine hinwerfen. Zack. Nee. Nein. Perfekt. Ich hab leichter Stein. Nein, den hab ich umbenannt. Achso. Oh mein Gott. Ich dachte gerade. Weißt du, war so happy gerade. Ich hab leichter Stein. Endlich. Hier liegt noch ein Stein rum. Das war gerade so ein schönes Event gemeinsam hier. Das wäre so geil gewesen. Spark, ich kann nicht tracken, wie viele Level man mit dem Stein verliert. Ja, könnte ich schon. Ich habe überlegt, ob ich heute 100.000 reinkomme. Das war ewig. Also ich habe 10k gemacht und das hat über eine Stunde gedauert ungefähr. Echt jetzt? Ja. Pro Sekunde 4 Level werden rausgesorgt. Ihr könnt das euch ausrechnen. Ihr müsst bedenken, ihr habt wieder einen Schwarmintelligenz mit tausenden Augenpaaren und Köpfen, die gerade zugucken. Um halt irgendwie das hinzukriegen, dass Dinge nicht sofort innerhalb von 5 Minuten gelöst sind, muss es hier und da ein bisschen abstrakter sein. So. Nee, ich bin so dumm. Dein Chat aber nicht. Ja, aber das macht... Ja, aber dein... aber ich bin so dumm, der kann das nicht ausgleichen. Aber drop mal den Stein. Wie geht das? Okay, das ist dumm. Der liegt da. Neto, pass auf, aber er ist schwer. Neben den Zornes verfügenden verschwindenden Level gibt es noch eine weitere Auswirkung vom schweren Stein. Oh.
Die Level was? Einfach, oder? Ah, nee, jetzt hat nee, neben den Level. Neben dem Slowness und den hat noch keiner gefunden. Was? Ist das denn ein Effekt, der dauerhaft ist oder der random passiert? Da, nee, das sind genug Tipps. Das geht dann nicht um Effekte, eine weitere Auswirkung von diesem genau. Stein. Nicht, okay. Damage, nicht um ein Damage, doch, Leute. Also, man verliert Hunger halt, oder? Ja, der Hunger, aber das ist es, glaube ich, nicht. Aber das ja, aber der Hunger ist ja nur, wenn du keine Level mehr hast, oder? Ja. Also, das ist ja. Also, das hatten wir ja schon. Wenn man stirbt, wenn man keine Level hat, das ist dieselbe Funktion, die aufgerufen wird, wenn man mit null Leveln versucht, Holz zu setzen. Also diese Erschöpfung, dass man da nicht cheatet, in Anführungszeichen. Und ich habe das halt recycelt dafür, dass das halt ein bisschen crazy ist. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit der Lösung oder des Rätsels zu tun. Also der Stein kann noch was ihr noch nicht entdeckt habt. Einen weiteren Effekt, Leute. Noch nicht. Einen weiteren Effekt. Eine halbe Stunde gibt's das nächste. What? What? Wie können wir das nicht entdeckt haben, Leute? Also, wie gesagt, wenn ich überlegt habe, was kann ich denn da machen? Ich habe ja jeden Villager, das muss vielleicht irgendwie zur Collection passen und so, dann überlege ich mir, okay, welche Features will ich da irgendwie mit einbauen und so, das waren jetzt hier die Pitcher und sowas. Was kann man da machen? Was kann man da als Content machen? Was kann man da als Rätsel machen? So, und das ergibt sich dann halt so aus der Kette hinaus. Und wenn ich jetzt das Rätsel kriegen würde, würde ich halt wahrscheinlich das machen, was mir als erstes in den Sinn kommt, als Lösungsvorschlag und das mal ausprobieren, so. Und das wird ja auch höchstwahrscheinlich dann schon das auch sein, was ich dann am Ende jetzt als Rätsel gemacht habe, weil das ja das erste ist, was mir in den Sinn gekommen ist. Okay, es war also, jetzt ganz hypothetisch gefragt. Ja. Was würdest du als erstes machen, wenn du den Stein sehen würdest? Ich würde 10 davon ins Void werfen, hinterhelfen. Ja! Er hat gesagt. Genauso wie den Strider. Vielleicht kann man das ja lösen, indem man ihn einfach ins Void wirft. Letztes Jahr haben das auch viele probiert. Ich habe ihn schon ins Void geworfen, hat nichts gebracht. Wie pflanzt du das Feld auch wieder nach, oder? Auf gar keinen Fall, nein. Ich habe das immer geskippt, weil da der Meister drin ist. Ja, ich habe schon gelesen, du musstest beim Einkauf helfen. Mhm. Oh ja, stimmt. Ja, ja. Mhm. Oh, stimmt, ich muss einkaufen. Ich glaube, Einkauf muss ich reintragen. Ja, safe. Das nächste Mal, wenn ich dich hier in der Nähe sehe, ich streck dich nieder, ey. Das war jetzt die Ansage. Jetzt haben wir es mal ausgesprochen. Haben wir Slime-Blöcke? Wir haben schon alles probiert, Spark. Du hast einen Fehler gemacht. Nein, wir scheinbar nicht. Also, Fabo hatte teilweise in den letzten Tagen gar nicht mal so eine schlechte Idee, wie es weitergehen könnte, gehabt. Nicht schon wieder. Carsten hat den ersten Schritt hinter sich, den zweiten sogar auch. Was? Hä? Auf mehreren Steinen. Heiko, mach Live-Commentary. Komm, let's play. Compressed Kabel. Was war da? Was kommt nach Compressed Kabel? Kommt da noch irgendwas? Nö. Space hat den zweiten Schritt auch erledigt. Was? Er steht auf alle Steinarten einfach, aber hä? What? Einfach auf Steinarten hintereinander. Eine Reihenfolge bisher ist keiner auf den zweiten Schritt gekommen. Naja, es ist auch nicht eine Reihenfolge, es geht nur so Richtung warm-kalt. Hast du nicht gerade gesagt, Heiko hat den zweiten Schritt? Heiko hat den dritten Schritt. Hä? Beim vierten Schritt kracht's. Warte, was war das? Auf Kobbel. Oh mein Gott. Du hast Kobbel, Gravel, Sand und was dann? Kobbel, Gravel, Sand, Glas. Normaler Stein. Was kann man aus Sand sonst noch machen? Sandstone? Glas. Wir müssen Safe-Sensor machen. Es ist Glas. Aber wie hätten wir denn da drauf kommen sollen? Das ist das Erste, was einem einfällt, doch natürlich. Safe müssen Sandstone machen. Oh mein Gott! Oh, krass! Bro, ich stand da schon drauf, aber nicht so lange. Ja, hat das jemand abgebaut von euch gerade? Ja, Viola, sorry. Oh mein Gott, warum baust du das denn ab? Alter! Ey, nee. Oh Gott, nicht. Zapperlot. Ja, spring halt mal ein bisschen drauf rum auf allem. Ich hab's! Sandstein! Was? Oh mein Gott, sogar gecallt! Sandstein ist ziemlich spröde, wenn ihr draufsteht, wird er zercrushed und entsteht suspicious sand. Verdammte Kocke. Digga, es war so lange schon, damit. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Oh, und was kann man jetzt mit dem zercrushten Sandstein machen? Jetzt können wir brushen. Freiwurdeln. Ist meiner, pass auf! Oh mein Gott! Hey, warte mal, Stein bin ich doch nicht drauf, oder? Ist der Stein dann weg? Stein verbraucht sich dann weg. Ja, dann ist das meiner! Ich habe mich auf den Falschen gestellt. Ich hatte mich real talk auf den Cut-Sensor mal gestellt. So eine Kacke. Hallo? Ist das wild. Bro, wir standen sogar auf Sand und so die ganze Zeit, um das so Suspicious Sand zu machen. Wir haben so Suspicious Stew auf Sand gedroppt, damit das so Sus Sand wird. Aber auf Sandstein sind wir nicht gekommen. Boah, aber ich fand schon, dass es schwer war. Ich hab's! Aber eigentlich kommt man jetzt im Nachhinein, kann man sich denken eigentlich. Ja. Stegi, was nicht spannend gemacht, der ist schon wieder weg. Also ich hoffe, es war nicht zu unlogisch halt oder zu unschlüssig, aber... Nee, es ging um Sniffer. Wie kommt man an Sniffer ran? Durch Suspicious Sand. Wie kann ich irgendwie Suspicious Sand in der Welt jetzt erschaffen? Aus dem Nichts, weil ihr könnt das ja nicht craften. True. Und dieses Suspicious Sand Block, der hat ja auch ein Loot Table, der bestimmt, was daraus droppt, wenn man das macht. Und dann muss ich ja direkt ein Item reinplanten mit einem Command und sowas. Also geht das nur durch Umwandlung. Und wie macht man Suspicious Sand? Indem man einen Sandstein zerhaut. So, das war halt das wirklich das Erste, was da halt in Sinn gekommen ist. Stimmt, man.
Wir hätten das alles so easy machen können. Nee, also das war ja, also mit Pitcher und Sniffer und so, da wurde ja direkt am Anfang schon gecallt, dass irgendwo ein Sniffer aufkreuzt. Ich hab den ersten! Let's go! Soll ich ihn gleich füttern oder warten, bis er auswächst? Womit füttert man die? Torchflower. Aber da haben wir ja nur eine insgesamt bisher erst bekommen, oder? Wo hast du die her, Space? War das die Anfangschest, oder? Nee, die hast du wahrscheinlich aus der Lobby gemobst. Also eigentlich sollte es keine Torchflowers geben. Oh, ich hab keine Ahnung, wo ich die hab. Ah, wahrscheinlich von Hasenbau geklaut, weil das ein Blumentopf da stand. Oh, okay, das könnte auch sein. Space ist stolzer Vater. Ja, Mann, aktuell vierfacher. Angehend fünffacher. Cast auch. Let's go. Hat jemand schon... Ich hab einen Sniffer da. Ja, Space hat fünf jetzt. Geil. Was machen wir? Hauen wir den kaputt? Nee, lass warten, bis sie erwachsen sind. Vielleicht schnüffeln die irgendwas raus. Okay. Ich glaube, da kommt was. Warum sollten wir die trimmen? Wenn die jetzt einfach nur sniffen, dann müssen sie ja irgendwas Spezielles. Also dann müssen sie ja vielleicht wirklich ein Item aufsammeln oder... Na, mal warten, bis der schnifft. Also es kann natürlich sein, dass er sich schon einen Block gesucht hat, aber nicht dahin kann, weil er den halt eingezäunt hat. Deswegen kann er nicht dahin laufen. Oh, er snifft. Oh, eine giftige Kartoffel ausgegraben, gefressen und er ist daran gestorben. Was? Oh, er hat eine giftige Kartoffel ausgegraben und ist daran gestorben. Ah. Eine giftige Kartoffel. Heißt, die bringen sich, wenn du einen schlechten Draw... Also, die sterben immer, nachdem sie was ausgegraben haben. Ja, I guess. Maybe, wenn sie was Gutes ausgraben, droppen sie maybe dann was. Ja, aber ich glaube, die sterben immer, aber graben halt dann was aus. Ja, genau. Ich glaube, es ist eingestellt, die sterben jedes Mal, wenn irgendwas ausgegraben wird. Und du hast halt dann Glück, ob was Gutes oder Schlechtes ausgegraben wird. Mhm. Und wenn er zu dicht am anderen Sniffer dran steht, dann kann es halt sein, dass der auch stirbt. Ah ja, I see. Wir starten jetzt mal unsere Bahn hier, unsere Konstruktion. Ich hoffe mal, dass das reicht. Wenn nicht, müssen wir mal da noch ein bisschen mehr Power reinpacken. Aber rein theoretisch sollte das passen, dass das auch nicht stehen bleibt. Von dem her lassen wir das einfach mal fahren. Und jetzt werden wir mal direkt unseren ersten Sniffer in eines unserer Gehege reinstellen. Beziehungsweise das erste Sniffer-Ei. Werden das dann direkt wachsen lassen und gucken mal, was dabei rauskommt. Wir sehen, es funktioniert, es fährt die ganze Zeit hier unten durch und dann können wir hier reinschauen, falls was droppen sollte und so weiter. Das ist schon super, super nice gemacht. Genau, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Sandstone. Wir stellen uns drauf mit einem schweren Stein. Zack, der Sandstone ist jetzt Geschichte. Was machen wir jetzt mit dem Sandstone? Wir müssen den Sandstone existiert ja jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir hier ein Suspicious Sand. Da müssen wir brushen. Aus diesem Suspicious Sand kommt jetzt natürlich ein Sniffer Egg. Kennt man ja auch, glaube ich, schon aus normalen Minecraft. Und jetzt platzieren wir den ganzen Kollegen hier. Und jetzt heißt es einfach nur noch abwarten. Gucken wir mal, was gleich passiert. Haben wir extra auf den Moosblock gestellt, logischerweise. Haben wir hier einen Moosblock. Jeweils zwei in einem Gehege. Auch hier jeweils zwei Moosblöcke in einem Gehege. Damit das alles funktionieren kann. Sollte funktionieren. Dann let's go, der Hase. Und jetzt kannst du sehr gerne meine anderen Minecraft-Element-Videos schauen. Wäre mir eine Riesenfreude. Dankeschön.